Ist der Abo-Button gedrückt, machst du das Gnu verrückt. Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem sehr besonderen und sehr aufwendigen Video. Denn was passiert hat in diesem Video? Ich habe in Instagram Umfragen gestartet zu jeder einzelnen Entscheidung. Allerdings wissen die Leute auf Instagram nicht, was ich da tue. Sie beantworten einfach nur nach Bauchgefühl und was ich sie frage. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie viel Sadismus tatsächlich in euch steckt. Und wir kommen natürlich wieder zu einem Kommentar aus der Kommentarsektion von Amy Rolle. Das gibt es jetzt auch in Deutsch. Und da schreibt Yellow wirklich bei mir nicht. Doch, deswegen gibt es jetzt dieses Video, denn BitLife gibt es jetzt auf Deutsch. Und zwar sprechen wir von bitlife.de. Applaus. Ich finde es mega, dass das Game jetzt auf Deutsch ist und es gibt super viele tolle Dinge. Da ich den God-Mode bei BitLife habe, den habe ich mir gekauft für 5 Euro, kann ich nämlich auch die Charaktere jetzt umwandeln. Das heißt, ich habe mich erstellt. Welcher Streamer-YouTuber wird mein Bruder sein, meine Mutter, mein Vater, wen date ich und so weiter und so fort. Die Person kann ich anpassen und ich darf in diesem Video nur auf Altern drücken. BitLife ist unfassbar groß. Ich habe die Möglichkeiten, super viele Aktivitäten zu machen. Ich kann ein Haustier haben, ich kann unter Liebe sogar Dating-Apps starten, ich kann YouTube und Instagram machen, ich kann Kinder adoptieren, ins Casino gehen, kriminell werden, zum Arzt gehen, ich kann sogar Schönheits-OPs machen. Das ist unfassbar viel, was man alles machen kann. Außerdem gibt es noch mega viele Jobs. Ihr könnt Bildungswege gehen, Militär, kriminell werden, was auch immer, Leute. Es ist unfassbar umfangreich, dieses Game. Aber in dieser Runde, da die Community entscheidet, werde ich einfach nur altern und diese ganzen Auswahlmöglichkeiten einfach auf mich zukommen lassen. Wird sehr spannend, ich freue mich. Ist auch gerade in den Mobile Trends fast Platz 1. Weißt du Bescheid. Und jetzt gehen wir rein ins Game und schauen, wie sadistisch ihr wirklich seid. Denn heute entscheidet ihr über mein Leben, ohne es zu wissen. So, neues Leben. Julius Schmitz. Nope. Das ändern wir jetzt erstmal um. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal Gnu Herde. Mein Nachname ist Herde. Meine Attribute. Aussehen. Es ist blöd, das zu bewerten. Nein. Machen wir mal so, okay? Ja, es ist dumm, sich selber einzuschätzen. Voll peinlich. Guckt weg. Dann würde ich sagen, fange das Leben von Gnu an. Let's go. Alter von Gnu, 0 Jahre. Ich wurde hier geboren in Stuttgart, Deutschland. Bei der Geburt wurde mir das weibliche Geschlecht zugewiesen. Ich bin das Ergebnis einer unbefleckten Empfängnis. Was? Die Community hat von mir schon die erste Aufgabe bekommen, zu schreiben, wer denn meine Mutter sein soll, welcher Streamer und YouTuber. Und das werden wir jetzt anschauen. Die erste Frage ist, nennt mir einen Streamer oder YouTuber, welcher mein Vater sein soll und meine Mutter. Und let's go. Hello World, it's me hat gesagt, dass Adi die Mutter sein soll und Henno der Vater. Aber es gibt ja im Prinzip leider meinen Vater nicht. Okay, dann ist Anni jetzt meine Mutter. Jetzt kommen wir dazu, wer ist mein Halbbruder? Itachia möchte, dass Paluten mein Halbbruder ist. Das machen wir doch auf jeden Fall mal. Dann kommt noch die Attribute. Aussehen? Ja. Intelligenz? Ja. Nein, Spaß. Verrücktheit? Yes. Definitiv. Oh Gott, der wird uns alle in die Luft sprengen. Okay, speichern. So, damit ist das hier jetzt erledigt, Leute. Altern, let's go. Hochzeit. Deine Mutter hat einen neuen Stiefvater, Bruno Meier, geheiratet, der 39 Jahre alt und Archäologe ist. So, da ich jetzt einen Stiefvater habe und keinen richtigen Vater mehr, und der richtige Vater wäre ja Henno, würde ich jetzt schnell eine Story machen, in der ich frage, wer ist mein Stiefvater? Welcher Streamer oder YouTuber ist mein Stiefvater? Ich komme mir so dumm vor. Lisa Lumos hat gesagt Rezo, dann machen wir da jetzt einfach mal den Rezo draus. Peace. Ich bin raus. Let's go, speichern. Und somit können wir das allererste Mal weiter altern. Was? Odilio Rot möchte mit mir befreundet sein. Fragen wir die Community. No, God! Also, wir werden uns mit ihm anfreunden. Let's go. Er ist aber nicht sonderlich schön. Er ist nicht intelligent. Er ist nicht verrückt. Er ist also ein richtiger Langweiler. Let's go. So, du und Otilio sind jetzt befreundet. Ich hoffe tatsächlich, dass die Community, und das ist mein Ziel, trotz dass sie nicht wirklich wissen, was sie hier gerade beeinflusst, und das ist mein Leben, es mit mir schaffen, dass ich so alt werde, wie ich es noch nie geschafft habe. Okay, Störenfried. Während des Sezierens von Regenwürmen im Unterricht fängt Florian aus deiner Klasse an, einen Wurm zu essen, der kurz davor war, unter das Messer zu kommen. Was machst du? Wie hätte es auch anders sein können? Die Community wünscht sich, ihn anzugreifen. Oh Gott, ich versuche mal, dass es nicht allzu schlimm ist. Kneifen, lecken. Ich leck ihn mal ab. Und zwar den Hals. Oh mein Gott. Der Hals seines Opfers wurde angeleckt. Oh nein, Büro der Schulleitung. Grundprügelei. Lecken ist doch keine Prügelei. Für meine Tat entschuldigen, ihn beleidigen, mit ihm streiten. Oh nein, ich will die Community gar nicht fragen. Ja, ihr wolltet, dass ich angreife. Jetzt bin ich beim Schulleiter. Was soll ich machen? Für meine Tat entschuldigen oder ihn beleidigen? Have mercy! Ja, wie sollte es auch anders sein? Natürlich soll ich ihn beleidigen. Möchtest du den Schulleiter wirklich beleidigen? Ja.
Was haben Sie da gesagt? Du hast den Schulleiter Herr Balsiger als Pissnäcke bezeichnet. Klingt nach Ferien. Hat dich 5 Tage suspendiert. Boah, Anni hat mich Anni gesagt, nutzt dich am Streit. Deine Mutter Anni streitet mit dir, weil du von der Schule suspendiert wurdest. Was machst du gegen sie? Wehren bei ihr entschuldigen. Ich hab den Schulleiter beleidigt, jetzt habe ich Streit mit meiner Mutter. Soll ich mich gegen sie wehren oder mich bei ihr entschuldigen? Natürlich will die Mehrheit, dass ich mich wehre. So, sei still, du hast sie ausgelacht. Boah, ich bin so ein Arsch. In der Version nochmal zur Erinnerung, alter euch einfach nur und mach nicht viel von diesen anderen Sachen, weil dann entscheide ich ja selbst. Zufriedenheit ist nicht gut, ne? Interessiert an Liebe. Oh Gott, Hans aus deiner Klasse sucht dich jeden Tag nach dem Unterricht und redet mit dir. Um ihn ein Date bitten? Nein, er könnte mich abweisen. Okay, let's go. Community. So Leute, der Hans Becker will mehr von uns. Der ist 53. Oh, das sehe ich erst jetzt. Ich bin 19 und er möchte ein Date oder soll ich ihn abweisen? Oh Mann, ey, die Community sagt natürlich ja. Leute, er ist 53, gut Alter und so und das bedeutet nichts. Aber wenn ein 53-Jähriger was von der 19-Jährigen will, ist ein Mitschüler übrigens, okay, ihn um Date bitten. Hans aus deiner Klasse hat dich abgewiesen. Er sagt, dass seine Familie dich nicht akzeptieren würde. Autsch. Ach, ich stand auf denen. Das habe ich jetzt aber voll verlesen. Huch. Rosalie aus deiner Klasse sagt dir, dass sie durchfallen wird, wenn du sie in der nächsten Prüfung nicht abschreiben lässt. Was machst du? Okay, die Knus sind ehrenvoll und sagen, sie abschreiben lassen. Du schuldest mir was. Du hast Rosalie beim Schummeln geholfen, sie hat die Prüfung bestanden. So, Büro der Schulleitung. Du bist im Büro von Dekan Dr. Bartel Grund in einer Prüfung beim Schummeln helfen. Was tust du? So, ganz toll. Also, wir haben jetzt beim Schummeln geholfen und jetzt sind wir beim Dekan, beim Schulleiter. Für meine Tat entschuldigen oder ihn beleidigen. Bitte Leute, das Studium war echt teuer. Mach keinen Scheiß. Bitte, Knus, ich will ein gutes, langes Leben haben. Zerstört es mir nicht. Mal gucken, wie viel Sadismus in euch steckt. Ich bin sehr gespannt. Oh, natürlich sagt die Mehrheit beleidigen. Oh Mann, ja, möchte ich. Zeitverschwendung, du hast den Dekan Dr. als Bettnässer bezeichnet. Dr. Dekan Bartel hat gesagt, er hofft, dich nächstes Mal unter angenehmeren Umständen wiederzusehen. Oh mein Gott, ist ja voll nett. Verwarnung, oh Gott, habe ich Glück, oh Gott. Okay, weiter. Institut Jura, du hast einen Abschluss in der Tasche. Okay, nice. Paluten, dein Halbbruder, hat einen Freund, der bei Aurora Gesundheit arbeitet und dir dort einen Job als Programmiererin verschaffen kann. Okay, die Mehrheit sagt Job annehmen. Let's go. Super. Willkommen an Bord. Geil, ich bin Programmiererin. Interessiert an Liebe. Ein Mann hat dich auf ein Date eingeladen. Ihr habt euch im Fitnessstudio kennengelernt. 32 hetero, Kriminalbeamter bei Stuttgarter Polizeirevier. Bin gespannt, was die Gnus jetzt machen, weil wenn ich ihn date, sind wir wahrscheinlich auch zusammen. So Leute, jetzt haben wir einen ganz dicken Fisch an der Angel. Und zwar der Eberhard Heinrich. Daten oder nicht? Community sagt ja. Beginne mit ihm auszugehen. Let's go. Wahre Liebe. Trennung. What? Dein Freund Eberhard will mit dir Schluss machen. Er sagt, dass du in hohen Absätzen läufst wie ein Affe. Was machst du? So, die Community hat gesagt, ihm mein letztes Mal beleidigen. Eberhard hat mit dir Schluss gemacht. Du hast ihn als Witzbold bezeichnet, als er gegangen ist. Witzbold ist ja gar keine Beleidigung dafür, dass er sagt, dass ich aussehe, als würde ich laufen wie ein Affe, so ein Schwein. Oh, mit 34 alleine. Abschleppen. Emil, dein Kollege, hat dir gerade mitgeteilt, dass er vorhat, sich ganz nach oben zu schlafen und mit dir ganz unten anfangen will. Was machst du? Oh, ihn flachlegen, seine Avancen zurückweisen, ihn der Personalabteilung melden. Holy shit. Was ist das für eine widerliche Offenbarung? Oh Gott. Okay, Community, mach keinen Scheiß. Was machen wir? Legen wir ihn flach oder melden wir ihn? Mir fällt auch gerade ein, ich bin in dem Spiel ja eigentlich noch Jungfrau. Ich kann mich doch jetzt nicht flachlegen lassen von so einem Vollidioten. Aber er spielt mit offenen Karten. Ich glaube, niemand sagt es so straight, oder? Mann, die Schweine sagen alles, ich soll mich flachlegen lassen. Oh Mann, ihn flachlegen. Oh mein Gott. Ich hatte überhaupt keinen Spaß. Das war mein erstes Mal. Ihr Sadisten, wie könnt ihr sowas tun? Schaut in diese Augen der Verzweiflung. Ach du Scheiße. Interesse an Liebe. Ein Mann hat dich auf eine Date eingeladen. Ihr habt euch im Fitnessstudio kennengelernt. 43. Ingenieur. Die ist halt super dumm, aber ist Ingenieur. Ich hasse euch. Ihr wisst genau, wie ihr entschieden habt. Jetzt kommt die nächste Entscheidung. Daten oder nicht? Okay, Community sagt daten. Let's go. Anni Herde. Die sagt, Matti kann dich offenbar nicht zufriedenstellen. Was machst du? Also Anni the Duck ist der Meinung, dass mein jetziger Freund nicht gut für mich ist. Das ist jetzt eine geile Frage an die Community. Da bin ich jetzt gespannt. So, die Community sagt, ich soll zu ihm halten, also streite ich mit meinen Eltern.
Du hast deine Mutter wegen der Kritik an Matti, deinen Freund, belehrt. So, jetzt gucken wir aber, wer ist denn eigentlich mein Freund? Das müssen wir jetzt natürlich auch noch festlegen. Katu hat geschrieben Unge. Das war tatsächlich auch die Mehrzahl. Alle haben Unge geschrieben. Wahrscheinlich war Unge rückwärts gelesen E-Gnu heißt. Deswegen, ihr habt entschieden. Fuxi Bundi forever. Unge auf Madeira. Da ist Unge. Ja! Ich bin jetzt mit Unge auf Madeira zusammen und er ist sehr glücklich. Mach ihm mal ein Kompliment. So. Ich habe Unge geschmeidig genannt. Ich darf nicht eingreifen eigentlich, ne? Altern. Abschleppen. Im Fitnesscenter fragt dich ein Mann namens Clemens, ob er zu dir auf den Crosstrainer darf. Was machst du? Ihn abschleppen? Nein, als Freundin bin ich immer treu. Oh nein! Scheiße. Treu bleiben. Okay, ich bleibe treu. So, gerade so, ganz knapp, finde ich sehr gut. Ich wurde nämlich schon dreimal betrogen und ich finde das sehr asozial. Heiratsantrag. Dein Freund Unge hat dir einen Ring Rubin 2,23 Karat in einem Stripclub einen Antrag gemacht. Was machst du? Warum sind wir zusammen in einem Stripclub? So, ich bin jetzt mit dem besagten Streamer-YouTuber seit 4 Jahren zusammen und er macht mir jetzt einen Heiratsantrag. In einem Stripclub. Soll ich annehmen oder nicht? Okay, süß. 88% sagen annehmen. Seinen Antrag annehmen. Wie könnte ich nein sagen? Du bist jetzt mit Unge, dein Freund, verlobt. Oh Gott, das hört sich so seltsam an. Oh nein, Unge, dein verlobter Unge will mit dir Schluss machen. Er sagt, dass er eine Geschlechtsumwandlung in Betracht zieht. Was machst du? Ich lache nicht, weil er eine Geschlechtsumwandlung in Betracht ziehen will, aber es ist so weird. Oh, süß. Ganz viel sagen, ich soll kämpfen. Ihn anflehen zu bleiben. Du hast Unge angeklebt, beide zu bleiben. Er hat dich trotzdem verlassen. Nein! Boah, oh Gott, mir geht's bestimmt gar nicht. Oh, mir geht's voll gut. Pff. Oh nein, meine Mutter Anni ist mit 90 verstorben. Sie ist ein natürliches Todes gestorben. Ihr Wunsch war es, begraben zu werden. Sie begraben, sie einäschern, sie ausstopfen lassen, ihren Körper der Wissenschaft stellen. Was denken sich die Leute, die meine Story sehen? Soll ich sie ausstopfen lassen? Oder sie ihren Körper der Wissenschaft spenden? Das ist beides scheiße. Ausstopfen lassen, natürlich. So, die Community möchte, dass ich sie ausstopfen lasse. Let's go. Deine Mutter hat ihr gesamtes Vermögen von 2 Millionen deinen Geschwistern hinterlassen. Mir nichts? Oh nein, Rezo ist tot. Dein Stiefvater ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Er ist aufgrund von Altersschwäche gestorben. Zur Beerdigung gehen? Ja, komm, warum nicht? Oh, sind beide tot und ich habe Geld bekommen. Mann, ich bin 49 Jahre alt und hatte nur einmal Snoo-Snoo und habe keinen Partner. Während du einen Spaziergang machst, findest du eine Aktentasche gefüllt mit Süßigkeiten. Ich traue mich gar nicht, diese Frage zu stellen, aber wir sind gerade auf dem Spaziergang und haben Drogen gefunden. Soll ich alles konsumieren oder so tun, als hätte ich nichts gesehen? Nein, wir haben alle gesagt, alles konsumieren. Bitte lass mich jetzt nicht sterben. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Muskelprobleme. Du bist auch nicht mehr in der Lage, deine Gliedmaßen so zu kontrollieren, wie du es normalerweise tust. Das machst du. Deine Besorgnis ist hoch. Mann, das ist nur, weil ihr mich gezwungen habt, Drogen zu nehmen. Bitte sagt nicht, dass ich Symptome googeln muss. Das bin ich, glaube ich, am Arsch. Okay, die Leute haben gesagt, ich soll Symptome googeln. Oh no, Leute. Ich werde so sterben. Du hast deine Symptome im Internet gesucht und festgestellt, dass du sehr wahrscheinlich hieran leidest. Alien-Hand-Syndrom. Was machst du? So, ich habe jetzt das Alien-Syndrom. Soll ich jetzt zum Arzt gehen oder nur eine Aspirin nehmen? Auch wieder eine knappe Entscheidung. Die Leute sagen, ich soll eine Aspirin nehmen. Extremer Gewichtsverlust. Du hast in letzter Zeit gegessen, als wärst du ein Gewichtheber. Aber trotzdem hast du in den letzten Wochen richtig viel Gewicht verloren. Außerdem hast du bemerkt, dass deine Haut und deine Augen in letzter Zeit gelblich werden. Oh Gott, habe ich jetzt Nierenversagen oder Leberversagen? Was machst du? Du Scheiße, ich werde sterben. Okay, ich habe jetzt extremen Gewichtsverlust und mir geht's richtig schlecht. Soll ich jetzt zum Arzt gehen oder soll ich beten? So, endlich hat die Community sich erbarmt. Wir gehen jetzt zum Arzt. Hat bei dir Alien-Hand-Syndrom Hepatitis C diagnostiziert. Oh mein Gott, wo kommt das denn her? Behandeln lassen. Daumen drücken, Dr. Zimmer hat dich gegen dein Leiden Hepatitis C behandelt. Behandeln Sie mich richtig, du leidest weiterhin an Hepatitis C. Hepatitis C ist nicht heilbar. Scheiße. Nein, ich bin tot. Ihr habt mich sterben lassen. Hepatitis C? Von was denn? Wegen diesen scheiß Drogen? Ja, Leute, toll. Ich bin 62 geworden. Liebhaber ein. Ihre Bestattung wurde besucht von Halbbruder Paluten. Oh, nur der kam! Lebensfreundin und Karma, überhaupt nichts. Ach, wie traurig. Danke.
Dankeschön übrigens an bitlife.de, hat mich sehr gefreut. Falls ihr mehr sehen wollt, lasst Daumen nach oben da. Ich könnte beispielsweise auch YouTuber mal entscheiden lassen, wie es Leben ausgeht, also mehrere. Falls ihr da Bock drauf habt, lasst Daumen nach oben da. Und vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dass ich euch dafür einfach mal ausnutzen durfte, ohne dass ihr wusstet, was eigentlich geschieht. Ladet euch bitlife.de runter. Ist kostenlos, ist ein geiles Game. Und jetzt... raus!